Oh, oh, yeah, buddy! Yeah, buddy! Seid ganz herzlich willkommen, Leute, zu einem weiteren Ranked Gameplay Promo Teil 1, Promo zu Gold, gemeinsam mit Elias! Hallo! Hallo, YouTube! So, und los geht's, wieder mit Six. Finde ich einfach stark, finde ich super, nehme ich auch. Und ja, so wird das wird mir hier empfohlen, dann nehmen wir das doch auch. Und los geht's. So, ich brauche nicht wieder erklären, dass Six tolle Range hat und so weiter und eine tolle Ulti. Deshalb gucken wir mal, was insgesamt bei der Teamkomposition herausgekommen ist. Wir haben eigentlich ein sehr schönes Team. Wir haben eine Caitlyn, die Platin war in Season 3. Und das heißt ja, sie ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Bei den Gegnern waren alle Silber. Ja, alle Silber, Elias? Ja, nur ja. Der Shen war Gold. Shen war und Gold. Leona, glaube ich. Leona. Also Shen ist jetzt Gold 5. Oh ja, stimmt. Der ist jetzt Gold. Und ich spiele gegen Annie. Overextenden. Ich wollte vielleicht noch ein Flash rauswerten. Aber habt ihr wieder diesen meisterhaften Grab gesehen? Das ist Elias. Der riecht einfach. Oder wie machst du das? Woher weißt du, wo die Gegner hingehen? Instinkt. Instinkt, wow. Er ist ein richtiger böser Jäger. Also, ich bin in der Promo. Erstes Game jetzt. Und ja, ich muss 3 von 5 gewinnen. Und inzwischen wurde ja, ich weiß nicht, ob es schon eingeführt wurde oder ob Riot das noch einführt, dass man ja sogar bis Platin sogar Promo-Matches überspringen kann. Man kann ja manchmal Ligen überspringen. Und man kann jetzt auch Promo-Matches überspringen, damit man nicht sozusagen in so einer Promo-Match-Falle landet. Das Ding ist, ich werde jetzt kein Match, beziehungsweise ich werde jetzt kein Elo überspringen oder kein Ranking überspringen, weil ich einfach jetzt mich schon so langsam eingependelt habe mit den Wins, mit den Losts. Also ich denke, Gold ist so ein ganz guter Platz für uns beide, Elias und ich dann. So, und jetzt geht's erstmal los. Zack. Gegen Annie. Das ist sehr interessant. Jetzt hat sie einen Stun, okay. Muss man mal ein bisschen aufpassen, wenn Annie ihren Stun abhat. Das hat nicht gereicht. Really? Nein, und auch das hat nicht gereicht. Alter, Leute, zieht euch das bitte mal in der Aufnahme rein. Das ist ja unglaublich. Millisekunden. Und ich habe dafür alles verballert. Flash. Flash. Ja, einfach alles. Oh, damn, Elias. Du hast es auch nicht gesehen, ne? Nee, nee. Ich hab's schon tatsächlich aufgenommen. Ach, du Heilige. Oh, ho, ho. Ein Auto-Attack, den ich auch hätte locker setzen können. Und danach nochmal meine Bombe, die genau gelandet ist, als sie backgeportet ist. Oh mein Gott. Und wie gesagt, ich habe dafür alles verballert. Die Annie hat aber auch ziemlich geschlafen, auch selbst kein Flash benutzt. Keine Ahnung, was die jetzt vorhat. Gucken wir mal. Wenn sie jetzt weiter so spielt, dann habe ich hier, dann bin ich echt guter Dinge. Wenn das jetzt aber irgendwie nur so ein Bike war, um mir halt alle Summoners rauszulocken, dann hat es gut geklappt. Wie viel HP hatte sie noch? Ungefähr. Wie bitte? Wie viel HP hatte sie denn noch so? Ja, ein Auto-Attack. So. Das war ein Ignite. Aber, also es war wahnsinnig gerade. Ich wollte, du junglest ja nicht diese. Worldbreaker verfehlt, schade. Ja.
Mann, ich poke die so abartig down. Jetzt muss ich selber aufpassen. Ich habe keine Summoners. Alter, die geht wieder back. Oh, diese Annie spielt echt komisch für ein Rank-Game. Was mir eigentlich gut gefällt jetzt, weil ich ja Promo habe, ne? Leute, ihr wisst Bescheid. Ach ne, sie ist doch nicht weggegangen. Kann sein, dass der Jungler signalisiert hat, er will vorbeikommen. Bist du? Ist keine Summoners. Ja, also würdest du passen, ne? Da ist er schon. Flash. Boom, und sie fängt sich zwei Tower-Shots ein. Alter, what the heck. Diese Annie ist crazy, aber richtig crazy. Einerseits ist das echt in Ordnung, aber... Oh, herrlich. Mit so einer Caitlyn kannst du supporten, oder? Spielt die echt gut, oder? Ja. Die hat 37 Last. Schön. Schlecht ist sie auf jeden Fall. Ah, guckt euch an, wie schön das die Vi macht. Sie wartet hier und klaut mir keinen einzigen Last Hit. So, und jetzt werde ich auf jeden Fall vor Annie Level 6 sein. Und jetzt habe ich auch wieder keine Ulti mehr. Wie bitte? Shen hat keine Ulti mehr. Nice. Sieht so aus, dass wir auf der Brücke gut gewinnen. Caitlyn hat schon WS-Schwert. Oh yeah, jetzt kriege ich Blue und Siegs mit Blue. Das ist OP, Leute. Oh yeah, dieser kleine Bombenleger! Alter, wo ist die Vi da drin? Ey, die geht da so risky rum. Unglaublich Zone, ey, was ist da los? Ist das so eine Art Anti-Smurf? Ist aber richtig krass, ey. Jetzt kriegt sie Blue. Oh, oh, oh yeah, buddy! Diese Six-Ulti, Mann. Diese Six-Ulti. Major Six for the win. Das ist crazy, Alter. Crazy. Alter, ich schaffe es nicht mal mit dem Blue so schnell
Mana zu kriegen, wie ich meine Fähigkeiten spamme, ey. Okay, Annie hat ein C, hat sie nicht. Rank wird sowas natürlich ausgenutzt. Yeah, buddy! Sie hat jetzt echt Flash Tibbers benutzt. Und ich habe sie bekommen. Also, würde ich mal sagen, GG hier in der Mitte. Wards wären nicht schlecht. Wards, aber... Ich habe jetzt lieber noch mal ein, zwei Tränke dabei. So, Trundle. Ah, dieser Trundle ist drin, gefällt mir sowas von nicht. So, Caitlyn. Oh, 82 Trundle, 83 Farm. Unser ganzes Team ist vorne. Es heißt jetzt erstmal sicher die, durch die Laning Phase. Und dann gucken wir mal, dass wir hoffentlich auch die Teamfights dann mal richtig krass für uns entscheiden. Kein Ulti mehr. So, ein Wort nehme ich jetzt einfach mal mit. Unser Trundle TP. Oh, er ultiert da fett rein. Schade. Ich dachte, der Trundle hätte TP, aber... Ich glaube, die machen jetzt Drake, oder? An ally has been slain. An enemy has been slain. Nee, der ist noch da, alles klar. Der Annie ist doch. Kate bei euch da? Ja, okay. Ich komm mal. Ulti reicht schon bis zu euch. Was? Die wissen es nicht, oder? Okay, jetzt kommt er los. Leona Ult ist raus. Your team has
has destroyed a turret. Anyone got a match? Destroyed a turret. Irgendwie noch spannend, oder? Nee, im Endeffekt gewinnen wir das schon, auch vom Farm. Ja, vom Farm auf jeden Fall, das ist ja männlich. Vom Towern auch. Oh, jetzt machen die hier. Ah, meine Ulti reicht nicht weit genug. Puh, noch lange nicht, noch lange nicht. Für sowas ulti ich nicht. Und dann kriegt die Annie wirklich einen Kill. Come on, ey. Ist doch veräppelt. Was? Puh. Oh, die kriegt er noch, oder? Puh. So lohnt sich das. So lohnt sich das und das reicht. Triple. Nice. Weiter geht's, Alter! Alter! Das geht doch immer gut klar hier. Oh, der hat DC, oder? Würde? Ne, ich dachte gerade, der hat DC. So, was macht er jetzt? Ah, der ist tot. Jetzt kann er sich freuen, richtig. Alter, wie weit wir schon durchgepusht haben. Das für Minute 18 ist echt ein geiles Ergebnis. Oh ja. Zwei Tower da bitte. So, der Drake. Den war nicht gesehen und. Nein! Weggeburstet! Einmal weggeburstet! Vielleicht sind wir schon im Mittor. Ja, wir können sicher runterspielen. Brauchen wir nichts zu riskieren. So, 3 Minuten. Okay.
Shen hat keine Ult mehr. Das ging nicht ganz so aus wie erwartet, ja? Aber ihr macht euer Ding. Das ist gut. So. So Leute, ich baue jetzt auf jeden Fall das Hütele, um mich mal wieder an euch zu melden. Ihr seht schon, Rank Games sind immer ein bisschen konzentrierter. Versuche natürlich dann genug CS zu bekommen. Und ja, es scheint gerade echt gut für uns auszusehen. Sie hat den Blue bekommen wegen Red Buff. Krass. Krass, da muss er richtig close gewesen sein. Wann denn? Jetzt so rum eigentlich. Ja, die kommen auch schon. Ey, das ist crazy. That Kid, also diese Annie scheint wirklich, ja, einmal, ihr seht es ja, nicht ganz so gut zu spielen. Und ja, das ist doch ganz gut, wenn man das mal im Ranked hat. In einem Solo-Queue würde ich natürlich sagen, ja, ganz geil, wenn wir eigentlich irgendwie coole Plays hinkriegen oder so, aber im Rank geht's einfach um den Sieg. Ich finde auch, da kann man bei einem DC jemanden einfach töten, denn dann sollte man einfach keinen Ranked spielen, wenn man gerade irgendwelche Internetprobleme hat. Hallo! Ich jump weg! Ohne Blue ist natürlich doof jetzt. Was? Wer ist da? Ezzy. Jump Uso, ja. Alter! Diese Flashes! Soll ich auch noch flashen? Ich glaub nicht, oder? Ist jetzt schon entschärft. Situation entschärft. Situation erkannt, Situation gebannt. Ich hab nicht ganz so viel Mana. Siggi braucht Blue. Papa braucht sein Blue. Der wurde aber gespielt. Leider. Wieder? Er wurde aber leider gestealt. Ja. Aber das hat sie voll unabsichtlich gemacht. Das muss krasses Timing gewesen sein. Ich hab alles draufgenommen gerade. Vielleicht ist der ein Blue. Ja, ist er.
Jetzt nimmt sie, Leute, Alter. Aber letztendlich ist das auch egal, wenn wir das Spiel richtig safe runterspielen können. Geht doch! 3 zu 1! Hier will der nächste Stern! Babu! Und die Annie hat einfach keinen Bock mehr zu leben! Nehme ich mir! Schnapp ich mir! Yeah, buddy! Das sieht doch alles herrlich, fröhlich, super geil aus! Na, jetzt müssen sie aber langsam surrendern. Gewinnen können die das auf keinen Fall mehr. Ja, gut, auf keinen Fall darf man nicht sagen. Ich hab schon fast so wenig gesehen. Ja, das noch zu verlieren. Power, willkommen. Hallo, wir laufen weg. Wir laufen weg. Run, baby, run. Run, boy, run. Bam, 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 bam. Run, boy, run. Ah! Ich bin weg! Run, boy, run! Run, boy, run! Alles klar, sie haben jetzt unseren krass gefeedeten 200 Farm ADC geholt. Aber ich denke, das passt schon. Wo ist Stundenglas? Kann mir nicht ganz leisten, okay. Kommen noch Homeguard-Buddies. So, jetzt natürlich richtig eklig. 416 AP und vor allen Dingen hier Rabadon's Death Cap, das macht's. Und es kann echt sein, dass die Baron machen. Wobei, ja, Shen. Das Problem ist, die haben jetzt gar kein Teamplay mehr. Die machen's! Oh, really? Das ist doch sowas von zum Scheitern. Dass deren Ernst war, weiß ich gerade nicht. Jetzt teleportiert sich da auch noch wer ran. Lauf ich spinne, ey. Was ist das für ein Game? Ich bin ja total abgechogot. Da wird einer noch weggesammelt. Weggesniped. Und? Der ist ein Nippo! Ich glaub schon, oder? Oh, das ist vorbei. Das ist vorbei. Das ist vorbei. Das ist prima. Yeah, buddy. Erstes Promo-Game gewonnen. Und ja, vielleicht sehen wir uns bei dem nächsten. Ich kann nicht versprechen, dass ich die alle aufnehmen werde. Aber vielleicht kriegen wir es hin. Und ja, ihr seht, Six ist einer meiner Favoriten, was Ranked Midlane Game angeht. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Und noch ein Danke an Elias. Ciao, ciao. Ciao, ciao.